Hallo, mein Name ist Johannes Welsch von Hotel Messenger. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie die digitalen Speisekarten bei Hotel Messenger funktionieren. Also zuerst stellen Sie einen Aufsteller mit einem QR-Code auf den Tisch im Restaurant. Sie können natürlich auch einen Link in Ihren E-Mails an Ihre Gäste verschicken. Der Gast scannt diesen Link und wenn er den Link gescannt hat, öffnet sich auf seinem Handy, auf seinem Smartphone, die sogenannte Web-App. Hier zeige ich das am Beispiel Schwabinger Wahrheit, Vinothek, ein Kunde von uns in München. Hier öffnet sich dann ein Ordner, in dem verschiedene Einträge zu diesem Restaurant drin sind, also zum Beispiel eine Speisekarte, eine Weinkarte und so weiter. Sie können den Link und den QR-Code auch gerne so einrichten, dass er direkt eine Speisekarte öffnet. Das ist Ihnen überlassen, da kommt es darauf an, ob Sie eine oder mehrere Speisekarten für dieses Restaurant haben, ob Sie noch mehr Informationen geben wollen. Hier in dem Beispiel ist es so, ich zeige Ihnen gleich die Karten, aber hier in dem Beispiel ist es so, dass zum einen Informationen über das Restaurant gegeben werden, beliebig lange mit Text und so weiter. Außerdem ist hier ein Link zum Tischreservieren hinterlegt. Das läuft nicht über uns, sondern da ist einfach die Booking Engine von dem Kunden, in dem Fall OpenTable hinterlegt. Und dann natürlich das Wichtigste, die Speisekarten. Bei den Speisekarten ist es so, dass hier die Speisekarten aufgelistet sind. Hier sind alle Informationen, die der Gast braucht. Dekonstruiert direkt in unserer Web-App. Man kann, wenn man möchte, aber auch auf diesen Link klicken und dann öffnet sich die Speisekarte als PDF. So kann der Gast selber entscheiden, möchte er die Speisekarte als PDF sehen, mit rumziehen, scrollen und so weiter, Zoom, oder möchte er sie dekonstruiert sehen. Das ist dem Gast überlassen. Natürlich können Sie auch sagen, Sie möchten nur das eine oder das andere anbieten. Ich öffne jetzt nochmal hier diese Speisekarte und ich zeige Ihnen jetzt im Backoffice, wie das aussieht, also was Sie einrichten können, was Sie einstellen können. Dazu gehe ich in den Inhalt Speisekarte. Genau, also was Sie hier sehen, ist der Titel des Eintrags, dann der Text, bestehend natürlich aus diesen ganzen Speisen, die hinterlegt sind. Ich ziehe das mal kurz ein bisschen größer. Und auch der hinterlegte Link. Genau, da können Sie einfach Links hinterlegen. Das Ganze ist verfügbar auf Deutsch natürlich, auch auf Englisch und auch auf beliebig vielen weiteren Sprachen. Also Sie können natürlich gerne noch Französisch und Italienisch und so weiter anlegen, müssen dann natürlich auch die Inhalte entsprechend pflegen. Was außerdem hinterlegt ist, das sieht man hier weiter unten in dem Eintrag, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, also Kontaktdaten und dann natürlich das Foto, mit dem dieser Eintrag beworben wird. All das lässt sich schnell und einfach über das Backoffice anzeigen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier sagen, der Prosciutto kostet nicht mehr, Prosciutto kleine Portion kostet nicht mehr 59, sondern 10,50, dann speichern Sie das schnell. Eine Sekunde, dann hier ein Reload. Hier ist er noch bei 59 und nach dem Reload sehen Sie es aber bei 10,50. Also Sie steuern jederzeit online, welche Inhalte angezeigt werden. Das heißt, Sie können in unserem Backoffice beliebig viele Nutzer anlegen. Hier jetzt nur ein Beispiel. Genau, also beliebig viele Kunden, Entschuldigung, beliebig viele Nutzer, die greifen von ihren Desktops auf das Backoffice zu und können die Inhalte auch von zu Hause aus, abends aus steuern. Das Ganze ist gestylt auf Ihre Bedürfnisse. Was Sie hier sehen, ist dieser türkisene Hintergrund, die rote Farbe, auch wenn man hier auf die oberste Ebene geht, mit Ihrem Logo. Das heißt, das Styling ist dann natürlich auf Sie angepasst, hier am Beispiel Schwabinger Wahrheit in München. Das war ein kurzer Einblick in das Feature digitale Speisekarten von Hotel Messenger. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit.